Mein Name ist Martin Permatier, Autor von Haltung entscheidet, und in diesem kurzen Video zeige ich Ihnen, wie Sie über Selbstreflexion sich dem Thema Haltung nähern können. Das ist besonders dann interessant, wenn man das gemeinsame Führungsverständnis in einem Team sucht und man schauen möchte, wer steht denn eigentlich wo mit seiner Haltung und seiner Art und Weise, Realität zu interpretieren oder die Art und Weise, auf die Dinge zu schauen. Einfache Möglichkeit ist, Selbstreflexionssätze zu nehmen. Und zwar sind das Satzstämme, die jeder nach seinem Gutdünken, so wie er denkt, vervollständigt. Und typisch sind solche Sätze wie Erfolg ist. Was sagen wir dazu? Wie beantwortet der einzelne Mitarbeiter so einen Satz? Oder auch, wenn ich kritisiert werde, was nimmt er wahr, was nimmt er vielleicht nicht wahr? Ja, wie ist der Blick? Und man weiß selber, dass die Reaktion bei Mitarbeitern sehr unterschiedlich sein kann, wenn sie kritisiert werden. Und das hat eben mit der Haltung zu tun. Bin ich noch eher in einer selbstorientierten Haltung, sehe ich natürlich die ganze Welt als einen Kampf. Ja, bin ich mehr in einer gemeinschaftsbestimmt konformistischen Haltung, sehe ich die Welt sehr dualistisch. Der Blick weitet sich dann mit der rational-funktionalen Haltung, aber auch hier wird man Antworten finden, die man sollte, man müsste, ja, also die sich sehr an so einem Funktionieren im Außen orientieren. Das ändert sich, oder der Charakter der Antworten ändert sich, wenn man in einer eigenbestimmt souveränen Haltung ist. Dann kommen mehr Formulierungen, ich mache dies, ich will das, ich tue das. Das heißt, man erlebt sich selber als aktiven Teil von etwas. Und das erweitert sich noch mehr, oder man fängt an, noch mehr zu sehen. Und das drückt sich eben auch in den Satzvervollständigungen aus, wenn man in der relativieren individualistischen Haltung ist. Weil hier kommen auch Gefühle ins Spiel. Hier kommt vielleicht auch das Gegenüber ins Spiel. Hier schaut man noch auf mehr Dimensionen. Und die erweitern sich nochmals, wenn man mit systemisch autonomen Blick auf die Realität schaut. Weil dann sehe ich eher das Prozesshafte, das Kontextabhängige und sehe mich selber auch als ein prozesshaftes Wesen. Und es ist hochinteressant, sich diese Antworten anzuschauen und darüber zu reflektieren und mal zu schauen, was sind denn so die Schwerpunkthaltungen, die Sie in Ihrem Team, in Ihrem Unternehmen leben. Ich hoffe, es ist inspirierend für Sie. Danke.